Man könnte fast sagen im Verborgenen, denn manchmal muss der Glanz des Mittelalters wirklich erst ans Licht geholt werden. Und das ist uns hier im Domus im Ottonianum gelungen. Und zwar auf eine sehr prächtige Weise. Dank unserer Restauratoren, die mit feiner Lasertechnik aus einem hässlichen Entlein einen stolzen Schwan werden ließen. Bei einer Begehung des Zimmermannsbodens über dem Westportal des Magdeburger Doms vor einigen Jahren entdeckten wir in einem Holzverschlag drei mit einer dicken, schwarzen Kruste überzogene Steinfigur. Nun war es spannend zu erfahren, welche Schätze sich hinter der formlosen Rußschicht verbargen. Und ich kann sagen, es war eine großartige Entdeckung. Die Laserbehandlung brachte die Patrone des Doms, den heiligen Mauritius, die heilige Katharina und eine Strahlenkranzmadonna zutage. Alle drei Figuren sind von ausgesprochen hoher Qualität. Filigran gearbeitet, einfach prächtig. Das war eine echte Überraschung. Die drei Originale sind heute frisch restauriert hier im Dommuseum zu bestaunen. Sie stammen aus dem späten 15. Jahrhundert und wir wissen natürlich, wo genau sie den Dom schmückten. Sie schlossen das Giebelfeld zwischen den beiden Türmen ab. Ihre Aufstellung in luftiger Höhe, 70, 80 Meter, war praktisch der letzte Akt der Dombauarbeiten, die ja über 400 Jahre dauerten. Aber, und da ist unser Dom wieder einzigartig, noch im Mittelalter abgeschlossen worden. Das hat keine weitere gotische Kathedrale in Deutschland geschafft. Man sieht es dem Dom auch an. Während unten noch die schweren frühgotischen Formen dominieren, wird die Architektur nach oben hin immer filigraner und aufgelöster. Auf dem Dom stehen heute Repliken, die Originale stehen hier und strahlen in ihrer bildhauerischen Pracht. Warum die Strahlenkranzmadonna auf einem Kopf steht, gleich das ganze Erzbistum beschützte und was das alles mit Editha zu tun hat, erfährt man hier im Ottonianum. Samt der Baugeschichte des Doms in 3D, die man an einer unserer Medienstationen prima nachvollziehen kann. Vergangenheit wird hier begreifbar. Große Geschichte bekommt ihr hier strahlen wieder. Es ist wirklich wundervoll. Kommt staunen im Dommuseum Ottonianum Magdeburg.